In diesem Video möchte ich Ihnen die verschiedenen Formen von Zeilenumbrüchen näher bringen. Zeilenumbrüche verwendet man vor allem im Zusammenhang mit Grafiken, damit man die frei platzieren kann und sich der Text im Nahbereich dieser Grafiken automatisch anpasst. Hier wurde zum Beispiel in diesem Word-Dokument bereits ein Bild eingefügt. Der Text, der hier vorhanden ist, wird vom Computer automatisch verdrängt. Das System geht davon aus, dass es ein riesiges Zeichen, ein riesiger Buchstabe und somit benötigt er entsprechenden Platz. Und Sie sehen, dass der Text erst hier in der rechten unteren Ecke beginnt und dazwischen kein Text angezeigt wird. Wenn ich das Bild markiert habe, stehen mir im Register Bildtools die verschiedenen Bildbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung, unter anderem auch das Symbol Zeilenumbruch. In der Liste sollten Sie erkennen, dass die erste Funktion mit Text in Zeile aktiv ist. Das heißt, standardmäßig wird diese Funktion von Word automatisch aktiviert. Der Nachteil ist jetzt jener, dass ich das Bild nicht frei verschieben kann. Zum Beispiel, wenn ich das in die rechte obere Ecke der Seite verschieben möchte, wird das nicht funktionieren, weil hier ganz rechts oben kein einfacher Text stehen kann. Ich muss dem Computer also mitteilen, dass ich dieses Bild mit zum Beispiel dem Zeilenumbruch Quadrat formatieren möchte. Dann habe ich die Möglichkeit, das Bild jederzeit an eine beliebige Stelle zu verschieben und der Computer bricht den Text automatisch um. Das heißt, die Zeilen des Textes werden angepasst, deswegen auch der Zeilenumbruch. Ich platziere jetzt mein Bild zum Beispiel an diese Position. Möchte ich jetzt den Abstand zwischen dem Bild und dem Text nach rechts ein bisschen vergrößern, kann ich wieder den Zeilenumbruch aktivieren. Und über weitere Layout-Optionen steht mir die Möglichkeit zur Verfügung, den Abstand vom Text zu steuern. Zum Beispiel rechts möchte ich eine Größe von, sagen wir, 1 Zentimeter haben und der Computer sorgt für den entsprechenden Abstand. Ich habe hier ein weiteres Bild in meinem Dokument. Auch hier ist standardmäßig bei den Bildtools im Zeilenumbruch mit Text in Zeile vorhanden. Und ich möchte für dieses Bild passend einsetzen. Passend bedeutet, wenn dieses Bild durchsichtige Bereiche hat, so wie im konkreten Fall, dann wird der Text näher an die Kontur des Bildes heranreichen. Wenn ich das Bild hier verschiebe, dann sehen Sie, dass sich der Text anpasst und hier kommen die einzelnen Textpassagen schon näher in diesen Rahmen zu meiner entsprechenden Kontur ran. Auf der nächsten Seite haben wir ein weiteres Bild. Im Zusammenhang mit diesem Bild möchte ich Ihnen den Zeilenumbruch transparent näher bringen. Wie wirkt sich transparent aus? Wenn ich transparent angeklickt habe, schaut es auf den ersten Blick genau gleich aus, wie wenn ich Quadrat auswählen würde. Das heißt, der Text fließt rund um dieses Bild. Alles, was sich nicht vor dem Bild ausgeht, wird einfach rechts daneben fortgesetzt. Wo ist dann hier die Transparenz? Die wird erst dann wirksam, wenn Sie dem Computer mitteilen, welche Bildbereiche transparent werden sollen, also durchsichtig. Ich möchte, dass dieser orange-braune Hintergrund verschwindet, also durchsichtig wird. Dazu haben Sie auch in den Bildtools bei Farbe den Eintrag Transparente Farbe bestimmen. Sobald ich das ausgewählt habe, bekomme ich eine Art kleines Pipetten- oder Zauberstabsymbol und kann dann in den Bereich hineinklicken, der durchsichtig sein soll. Und Sie sehen, die Hintergrundfarbe verschwindet und der Text reicht näher an die Kontur meines Objektes heran. Dementsprechend habe ich hier eben den Zeilenumbruch transparent im Einsatz. Für diesen kleinen Camcorder möchte ich eine andere Variante einsetzen, nämlich oben und unten. Diese Zeilenumbruchvariante ist leicht erklärt. Der Text kann sich nur oberhalb oder unterhalb des Bildes befinden. Der Text wird also niemals links oder rechts vom Bild erscheinen. Habe ich hier zum Beispiel so eine Grafik einer Maus
und ich möchte, dass die als dezentes Hintergrundbild eingesetzt wird, dann kann ich über Bildtools Format auch den Zeilenumbruch hinter den Text einsetzen. Ich mache das Bild vielleicht noch ein bisschen größer. Sie sehen also, der Text läuft vor dem Bild einfach durch. Der Text wird also nicht beeinflusst, wenn ich das Bild hin und her verschiebe. Ist mir dieses Bild noch zu intensiv, kann ich über das Listenfeld Farbe das Ganze auch zum Beispiel ausgeblichen oder mit einer anderen Farbvariante darstellen und somit ist es fast wie ein Wasserzeichen dargestellt und der Text kann somit besser gelesen werden. Statt dem Zeilenumbruch hinter den Text gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Bild vor den Text zu stellen. Die Auswirkung ist jene, dass sich der Text überhaupt nicht verändert, wenn ich das Bild verschiebe. Aber dadurch, dass das Bild auf einer Ebene vor dem Text liegt, wird natürlich ein bestimmter Textbereich verdeckt. Ich kann somit, um jetzt zum Beispiel diesen Text ein bisschen anzupassen, den Einzug verändern. Ich sage, dieser Einzug soll hier bei der Position 11 cm berücksichtigt werden und jetzt kann ich mit meinem Bild sehr nahe an diesen Text heranfahren, so wie Sie es hier bei der Ecke sehen. Würde ich das zum Beispiel mit Zeilenumbruch Quadrat versuchen, dann würde ich, je näher ich hier rankomme, natürlich auch bewirken, dass der Text entsprechend stärker umgebrochen wird, so wie Sie es hier sehen. Also ich kann hier mit vor dem Text und den entsprechenden Einzügen viel näher an meine Kontur heranfahren und somit habe ich hier keine Sorge, dass hier ein zusätzlicher ungewünschter Umbruch stattfindet. Sie können natürlich auch Diagramme mit einem entsprechenden Zeilenumbruch versehen. Sie haben dazu in den Diagrammtools den entsprechenden Eintrag. Sie sehen, es stehen Ihnen die gleichen Varianten zur Verfügung. Ich nehme hier zum Beispiel einmal Quadrat, platziere das Diagramm an dieser Stelle, mache das Ganze ein bisschen kleiner. Möchte ich jetzt zudem dafür sorgen, dass der Abstand zwischen dem Text und dem Diagramm ein bisschen größer wird, kann ich wieder unter Zeilenumbruch weitere Layout-Optionen den entsprechenden Abstand steuern. Ich sage mal oben 1/2 cm, unten 1/2 und links machen wir das ein bisschen großzügiger. Sobald ich bestätigt habe, sehen Sie die entsprechende Berücksichtigung. Ich kann auch Tabellen entsprechend mit einem Zeilenumbruch versehen und natürlich auch selbst gezeichnete Objekte, zum Beispiel dieses abgerundete Rechteck. Auch da habe ich unter Zeichentools den Zeilenumbruch. Ich kann sagen, ich möchte hier zum Beispiel etwas Passendes einsetzen. Das heißt, der Text fließt links zu meiner Kontur hin. Das, was sich nicht ausgeht, wird einfach rechts fortgesetzt. Wenn ich die Größe entsprechend anpasse, das Ganze verschiebe, wird es automatisch vom Computer jederzeit korrigiert. Gut.